Habt ihr gewusst, dass Zypern in zwei Länder unterteilt ist? Der Süden ist zypriotisch, der Norden gehört zu der Türkei. Von Nikosia aus, der Hauptstadt, könnt ihr direkt in die Türkei überlaufen. Aber hey, vergesst die Idee oder den Pass nicht. Wenn ihr im Sommer nicht gehen könnt oder euch zu heiß ist, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, noch im November auf Zypern zu reisen. Auch dann habt ihr noch angenehme Temperaturen bis zu 25 Grad. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über Thumbs Up oder über Kommentare. Wenn ihr noch mehr möchtet sehen, geht euch einfach dahin und schaut euch die anderen Videos an. Oder abonniert unseren Kanal und ihr werdet informiert, wenn neue Videos online gehen. Viel Spass und bis zum nächsten Mal.